Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ein besonderes Getränk vorstellen, einen intensiven Saft. Ich hatte im November ein Video hochgeladen, in dem ich unseren Entsafter vorgestellt habe, den Angel Juicer. Und in diesem Video habe ich auch einige Rezepte mit dem Angel Juicer vorgestellt, unter anderem diesen intensiven Saft. Im heutigen Video möchte ich diesem intensiven Saft nochmal eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil gerade in dieser Jahreszeit im Winter dieser Saft dem Immunsystem einen besonderen Kick geben kann, beziehungsweise weil man mit diesem Saft auch Erkältungen vorbeugen kann. Es handelt sich um einen Kurkuma-Ingwer-Shot mit diesen besonderen Wurzeln Kurkuma und Ingwer. Das ist Kurkuma, auch Gelbwurz genannt. Man sagt den Kurkuma-Wurzeln nach, dass sie stark antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Sie sollen den Gallenfluss aktivieren und die Fettverbrennung fördern. Außerdem unterstützen sie die Bildung von Leberenzymen und wirken entgiftend. Das ist Ingwer. Ingwer enthält ätherische Öle, Bitterstoffe und Gingerol. Und dieser Stoff soll für die Schärfe des Ingwers verantwortlich sein. Man sagt dem Ingwer nach, dass Ingwer anregend wirkt, krampflösend, schleimbildend, entgiftend, antibiotisch, verdauungsfördernd, stärkt das Immunsystem und bekämpft Entzündungen. Unser lieber Mitbewohner, der Henry und ich, wir pressen uns schon seit längerem regelmäßig Kurkuma-Ingwer-Shots mit dem Angel Juicer. Dies ist für diese Shots auch sehr gut geeignet. Ich verlinke euch oben in den Infokarten nochmal das Vorstellungsvideo, wo ich den Angel Juicer genauer vorstelle und auch ganz tolle Rezepte, was man alles mit dem Angel Juicer herstellen kann. Dieser Entsafter ist sehr gut für Menschen geeignet, die regelmäßig frisch gepresste Säfte genießen wollen, vor allem auch grüne Säfte. Also der Angel Juicer ist sehr gut für Wildkräutersäfte, für Sprossensäfte oder auch für Säfte aus grünem Blattgemüse geeignet, aber auch für Säfte aus Gemüse und Obst oder eben auch den Kurkuma-Ingwer-Shot, der besteht ja aus Obst und den beiden wunderbaren Wurzeln Kurkuma und Ingwer. Manchmal bestelle ich mir die Zutaten für den Kurkuma-Ingwer-Shot direkt nach Hause. Das zeige ich euch als nächstes, wo ich das bestelle, und dann werde ich zusammen mit meinem 14-jährigen Sohn Simon Kurkuma-Ingwer-Shots pressen mit verschiedenen Variationen, mit verschiedenen Zutaten. Los geht's! Diese Lebensmittel habe ich mir bei Jurassic Fruit bestellt. Grapefruits, Orangen, Zitronen, Limetten, frische Ingwerwurzeln, frische Kurkuma-Wurzeln und ein ganz tolles Mittel, um den Darm zu reinigen, Cassia Fistula. Wirklich ein geniales Mittel, was die Entgiftung unterstützt. Ich habe auch schon ein Video zu Cassia Fistula gemacht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten, beziehungsweise habe ich auch schon einen Blogartikel veröffentlicht. Den verlinke ich euch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. In dieser Kiste befinden sich vier Lebensmittel, die ich für einen Kurkuma-Ingwer-Shot benötige. Orangen, Zitronen, frischen Ingwer und frische Kurkuma. Wenn ihr auch Interesse habt an reifen südlichen bzw. tropischen Früchten oder Ingwer, Kurkuma, Cassia und noch viele andere tolle Produkte, dann setze ich euch den Link von Jurassic Fruit unter dieses Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und für alle Erstbesteller gibt es 10% Rabatt auf den Warenkorb. Den Gutscheincode dafür findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Frische Kurkuma- und Ingwerwurzeln findet ihr zum Beispiel auch in Bioläden oder auch in einigen gut sortierten Supermärkten. Hier seht ihr die Zutaten für eine große Menge an Kurkuma-Ingwer-Shots. Ihr seht, ich habe einige Lebensmittel auch schon passend zurechtgelegt, so wie ich es pressen möchte. Ich presse mir zum Beispiel gern einen Kurkuma-Ingwer-Shot aus 2 großen Orangen, 2 großen Zitronen, 100 Gramm Ingwer und 50 Gramm Kurkuma. Daraus entstehen je nach Größe der Zitrusfrüchte 300 Milliliter Saft und diesen kann man dann nochmal in kleinere Shots unterteilen. Hier habe ich auch nochmal die gleiche Zusammensetzung, 2 Orangen, 2 Zitronen, 100 Gramm Ingwer und 50 Gramm Kurkuma. So einen Kurkuma-Ingwer-Shot kann man auch mit Äpfeln pressen. Ich habe hier 3 kleinere Äpfel, 2 Zitronen, wieder 100 Gramm Ingwer und 50 Gramm Kurkuma. Oder ich ersetze die Zitronen mit Limetten. Hier habe ich für den Kurkuma-Ingwer-Shot 3 kleinere Äpfel, 2 kleinere Limetten, 100 Gramm Ingwer und 50 Gramm Kurkuma.
Für die Zubereitung eines Kurkuma-Ingwer-Shots schäle ich die Orangen und die Zitrone und schneide sie in kleinere Stücke. Die Wurzeln wasche ich und schneide sie auch nochmal in kleinere Stücke, falls sie für die Öffnung des Angel Juicers zu groß sind. Auch die Äpfel für den Kurkuma-Ingwer-Shot mit Äpfeln werden einfach gewaschen und in kleinere Stücke geschnitten. Und auch hier die Limetten werden einfach geschält und nochmal halbiert. Und dann wird das Ganze durch den Entsafter gegeben. Wir haben bei uns in der Küche einige Messer von Victorinox. Das sind wirklich sehr gute, scharfe Messer. Damit lässt sich Obst und Gemüse schneiden, auch solche Wurzeln schneiden. Damit schneide ich zum Beispiel auch frisch gebackenes Brot für meine Kinder durch oder selbstgebackenen Kuchen. Also damit wird eigentlich alles geschnitten, was in der Küche geschnitten werden muss. Auch wenn ich mal Nüsse zerteile, dann mache ich das, also eine kleine Menge Nüsse einfach kleiner, grober schneiden möchte, dann mache ich das alles mit diesem Messer, wirklich sehr empfehlenswert. Ich verlinke euch das Messer unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Alles fertig geschnitten zum Entsaften. Bei der Apfel-Limetten-Variante habe ich jetzt doch noch eine kleine Limette dazugegeben. Also besteht dann diese Variante aus drei kleinen Äpfeln und drei kleinen Limetten und dann eben noch die Kurkuma- und Ingwerwurzeln. Das ist unser Entsafter, der Angel Juicer, komplett aus Edelstahl. Den verwenden wir jetzt schon seit fast 2 Jahren und mit diesem Entsafter bereite ich natürlich auch gern die Kurkuma-Ingwer-Shots zu. Ihr seht, im Saftauffangbehälter befinden sich 700 Milliliter. Mir fällt ein, als ich euch die Zutaten für die Kurkuma-Ingwer-Shots gezeigt habe, habe ich irgendwas von 250 bis 300 Milliliter gesagt. Da habe ich was verwechselt. Ich fülle ja diese frisch gepressten Säfte immer in so 250 Milliliter Flaschen und da kann ich immer 2 Flaschen gut befüllen, also sind so 500 bis 600 Milliliter Saft, die ich sonst gewinne. Aber diesmal hatte ich sehr große Orangen und Zitronen, deswegen sind es jetzt auch 700 Milliliter Saft geworden. Meistens gebe ich den Saft nochmal durch ein Sieb, damit das Ganze ein bisschen feiner wird. Der Simon macht das gerade so hingebungsvoll. Schön durchsieben. Das ist ein sehr feines Sieb. Die zweite Portion Kurkuma-Ingwer-Shot mit Orangen und Zitronen haben wir schon entsaftet und insgesamt haben wir eine Menge von 1 Liter gewonnen. Wir haben jetzt 1 Liter Kurkuma-Ingwer-Shot mit Orange und Zitrone und ich fülle diesen frisch gepressten Saft immer gern in Flaschen von Chofots. Die lagern wir im Kühlschrank und dann können wir diesen frisch gepressten Saft ein paar Tage lang kühl halten. Manchmal trinke ich am Tag eine so eine kleine Flasche, das sind 250 Milliliter. Manchmal teile ich mir aber den Inhalt dieser Flasche auch für 3 Tage ein, je nach Bedarf. Das ist jetzt der Kurkuma-Ingwer-Shot mit Apfel und Zitrone. Der Simon entsaftet es gerade. Der nächste Kurkuma-Ingwer-Shot bzw. die nächste Variante ist fertig, diesmal mit Apfel und Zitrone und diesen frisch gepressten Saft habe ich jetzt hier in 2 kleinere Flaschen von True Foods gefüllt und diese werde ich auch in den Kühlschrank stellen. Und jetzt zum Schluss werden wir noch Apfel-Limette entsaften. Simon übernimmt wieder. Ihr seht, das sind knapp 500 Milliliter Saft und das waren 3 kleine Äpfel, 3 kleine Limetten, 50 Gramm Kurkuma und 100 Gramm Ingwerwurzeln. Auch den Kurkuma-Ingwer-Shot mit Äpfeln und Limetten habe ich in 2 kleine Flaschen von True Foods gefüllt. Menschen mit empfindlichen Zähnen empfehle ich, diesen Kurkuma-Ingwer-Shot mit einem Strohhalm zu trinken. Wir verwenden Strohhalme aus Glas, beziehungsweise unser lieber Mitbewohner, der Henry, der hat hier solche Holzstrohhalme. Ich verlinke euch die Strohhalme unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar.
Es ist immer empfehlenswert, Säfte frisch mit einem Slow Juicer herzustellen, einem Entsafter, der das Entsaftungsgut schonend presst, ohne dass allzu viel Sauerstoff eingewirbelt wird. Wer jetzt keinen Entsafter hat und diesen Kurkuma-Ingwer-Shot gern mal ausprobieren möchte, dann genügt auch ein Mixer. Das ist zwar dann nicht so schonend, aber zum Testen funktioniert das auch ganz gut. Ihr schneidet einfach die Zutaten ein bisschen kleiner, gebt sie in einen Mixer mit Wasser, dann mixt ihr das gut zu einer homogenen Masse, streicht das durch einen Sieb und dann könnt ihr auch einen Kurkuma-Ingwer-Shot genießen. Es gibt ja mittlerweile einige Empfehlungen dazu, wie man so einen Kurkuma-Ingwer-Shot zu sich nehmen sollte, damit die Wirkung des Kurkuma, speziell des Kurkumin, um ein Vielfaches erhöht wird. Also es gilt auch generell, wenn man Kurkuma verwendet, auch für andere Speisen. Dann wird immer empfohlen, Pfeffer dazu einzunehmen, damit eben die Wirkung des Kurkumin sich um ein Vielfaches, also ziemlich drastisch, erhöht. Also ich verwende manchmal Pfeffer, nicht immer. Ich gebe dann ein bisschen Pfeffer über meinen Kurkuma-Ingwer-Shot, verrühre das ein bisschen und trinke es so. Manche empfehlen auch noch, Fett hinzuzugeben. Da gibt es zum Beispiel auch ein tolles Rezept, die goldene Milch, wo dann eben Kurkuma, Pfeffer, Kokosöl, also ein Fett, auch Zimt und noch einige andere Zutaten zusammengemixt werden, um einfach auch die Wirkung zu erhöhen. Ich verlinke euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar ein tolles goldene Milchrezept von Deine Ernährung. Deine Ernährung, die haben auch einen wundervollen Blog mit ganz tollen Artikeln, auch vielen Rezepten. Und sie bilden auch eine wunderbare Ausbildung an, und zwar die Ernährungsausbildung mit dem Schwerpunkt Rohkost. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man darauf Wert legt, sich von Dr. Switzer ärztlich prüfen zu lassen. Ich verlinke euch auf alle Fälle das Rezept, die goldene Milch und die Ausbildung von deiner Ernährung unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wir nutzen den Angel Juicer mittlerweile seit knapp 2 Jahren und sind sehr, sehr zufrieden mit diesem hochwertigen Gerät und genießen unsere frisch gepressten Säfte, Wildkräuter, Sprossen, grünes Blattgemüse, Gemüse, Obst. Es ist wirklich eine Freude, sich jeden Tag so tolle, frische Säfte zu pressen. Ich bekomme dann auch immer wieder die Nachricht, ja, der Angel Juicer, der ist viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Also es gibt auch die Möglichkeit, den Angel Juicer auf Raten abzuzahlen. Das nehmen viele in Anspruch und haben dann auch ganz schnell einen hochwertigen Entsafter im Haus stehen und können dann frisch gepresste, hochwertige Säfte genießen. Ich verlinke euch den Angel Juicer unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese Inspiration gefallen. Lasst mir gerne eure Gedanken, Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.